Ach Gottchen. So. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir so schnell hier wieder in Minecraft sind. Ganz kurz für alle, die auf YouTube zuschauen. Das ist jetzt hier direkt nach dem Stream aufgenommen oder während des Streams tatsächlich noch. Das wird jetzt hier gerade live gestreamt. Das ist einer dieser sogenannten Hybridfolgen. Der Chat wird hier auch noch aktiv sein. Der wird da sein. Über mir. Die Alertbox ist dementsprechend auch an. Also falls irgendjemand zappt oder was weiß ich. Dann ist es tatsächlich so, dass es auch gezeigt wird. Wir haben jetzt letztens eine Erkundungstour gefahren. Also wir sind jetzt hier, dann Pferde und Donkeys. Genau, da sind wir hin und sind dann hier mit dem Pferd wieder zurückgelatscht. Ach so, noch eine Sache. Bevor ich da jetzt gleich drauf zurückkomme. Noch eine Sache ganz kurz. Ich habe jetzt mal so langsam 1.14.3 fertig gemacht. Mir fehlt aber noch eine Mod, die ich persönlich sehr wichtig finde, und das ist halt Level Up HP, because I got 7 levels there. Und das Ding ist halt, soweit wäre sie sonst spielbar. Also ich warte jetzt nur noch auf die Karte, auf die Version. Und ich habe mir dann noch was überlegt, und zwar habe ich auch noch die Replay-Mod installiert. Das heißt, wenn ich halt das Haus baue, und dafür werde ich jetzt halt sorgen, dass ich das jetzt langsam mal alles hier zusammensammle, an Stuff, was ich halt brauche. Wenn ich jetzt also halt das Haus baue, dann würde ich halt schon gerne die Replay-Mod verwenden und würde halt schon mal gucken, wie schaut's denn aus? Wie ist es denn so? Also, ist es tatsächlich, oder wie funktioniert die so? Und würde wahrscheinlich die Folge dann, also ich würde das dann wahrscheinlich im Stream bauen, und die Folge wird dann halt mit der Replay-Mod gestaltet sein, mit halt Kamerafahrten und all dem Stizzle. Ja, hier unser Soul Cage. Das würde ich dann wahrscheinlich machen wollen. So, was machen wir denn jetzt? Also, erstmal, ich werde wahrscheinlich das Höllenportal noch nicht umsetzen, auch wenn das langsam mal Zeit wird, weil mich nervt es langsam auch. Ich muss das ja jedes Mal mitkriegen. Da durchzulatschen. Ja, nee, aber ich würde das halt gerne mit der Replay-Mod machen, und dass man dann halt coole Kamerafahrten hat dazu. Das Ganze dann halt auch von außen zeigen. Muss eigentlich relativ entspannt sein von der grundsätzlichen Sache her. Deswegen ich mir also denke, ja, lass uns das doch einfach machen. So, ich setze mich jetzt hier drauf und ich denke mal, wir erkunden wieder so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde das hier im Zeitraffer tatsächlich machen dann. Später in der Folge selbst. Das heißt, man wird lustig meine Facecam in der Folge sehen. Naja, warte mal, da ist ein Pilzbiom. Eieiei, Chat ist ruhig. Auch das ist ganz angenehm. Aber die anderen, mit denen ich gerade eben noch Save the World gespielt habe, also Fortnite Save the World, den Koop-Modus, die chillen, glaube ich, noch im Voice unten rum. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Oh Gott. Nur ich wollte halt hier dann so ein bisschen mal Ruhe einkehren lassen, das Ganze hier so ein bisschen entspannt machen. Und hier einfach mal rumlaufen. Oh, hier sind Alpaka. Alpaka. Naja, okay, Lamas. Die sind tatsächlich Lama. Das sind halt tatsächlich dann Lamas. So. Boah. Es ist so krass ruhig. Ich hoffe ganz ehrlich im Hintergrund, dass man meinen PC nicht so krass hört. Der röhrt nämlich gerade schon. Es ist nämlich hier im Zimmer. Oh Gott. Ultra warm, habe ich das Gefühl. Ja, okay, hier komme ich halt einfach nicht hoch. Nice. Erstmal durch Blätter durch. Ja, es funktioniert schon voll gut. Ja, also das Ding ist halt, ich hoffe, man hört ihn nicht. Das ist nämlich ultra warm in meinem Zimmer. Ich weiß gar nicht, wie warm. Es fühlt sich irgendwie so nach 30 Grad oder so an. Und das, obwohl halt hinten schon der Ventilator auf Stufe 3 läuft und hier halt immer kühlere Luft mit zubläst. Aber der Rechner hat halt, wie gesagt, die letzten 3 Stunden gerührt oder so. Ja, fast 3,5 Stunden, das ist halt schon nicht gerade wenig. Ich hoffe jetzt halt auch, dass das alles mit der Aufnahme und so weiter passt, also Entschuldigung, falls nicht. Dann muss ich mir jetzt nochmal alles überlegen. Genau, den Stream werde ich dann halt auch gleich direkt remixen und hochladen. Der wird dann vermutlich in einer Woche online kommen, und da sind dann halt wahrscheinlich auch schon die ersten Minecraft-Folgen online, hoffe ich doch. Also von und nach dem Stream.
Boah. Jetzt laufen wir hier mal wieder zum Dorf rüber. Ich habe hier in die andere Richtung, also in die Richtung würde ich halt gerne noch ein bisschen weiter... Aua. Na, wow. Hier in die Richtung würde ich halt gerne noch mal ein bisschen weiter erkunden. Also wir haben ja hier noch irgendwo eine Mesa, eine andere Mesa gefunden. Warte mal. Genau, hier haben wir noch eine andere Mesa gefunden. Mich interessiert halt, wo hier die ganze Wüste lang führt. Das wäre eine ganz formidable Information. Boah. So. Man hört im Hintergrund irgendwie noch draußen, glaube ich, was. Ich weiß nicht, ob es draußen ist. Wäre jetzt ungünstig, wenn es drin ist, aber dann würdet ihr es ja sehen. Ja, wir eiern jetzt mal hier. Oh Gott. Ja, komm, wenn du dich da wegbewegen würdest, dann könnten wir das Thema auch schnell klären. Schon lange nicht mehr auf dem Pferd gewesen, aber ich muss sagen, das Pferd hat unglaublich, also hat relativ viel Leben und ist halt unglaublich schnell. Das ist halt unglaublich schön. Und warte mal, also das ist ein Brunnen. Brunnen, die halt absolut useless sind. Ich will mir überlegen, ob ich hier in der Nähe von dem Brunnen einfach mal ein bisschen Terraforming betreibe und einfach mal so ein bisschen Erde statt Sand hinpacke. Also wenn es halt so aussehen würde, als wäre es halt eine Oase. Das muss halt schon eigentlich auch so ein cooles Feeling sein. Na, mal gucken, ich will ja halt auch noch das Haus bauen und ich will ja halt auch noch einen vernünftigen Spot finden. Ja, bis dahin. Tschüss. Ich will dann noch einen vernünftigen Spot finden, wo ich baue und so einen ganzen Kram. Und da ist das ein Dorf? Ist das da etwa noch ein Dorf? Ja, danke, danke. Dir auch, bei was auch immer du noch tust. Ja, und das ist ein Dorf. Gibt es hier Kartoffeln? Kartoffeln, Karotten, Beetroot gibt es. Okay. Blacksmith, Beetroot. Blacksmith, ja, okay, die Äpfel nehme ich noch mit. Den ganzen Rest brauche ich nicht mehr. Den habe ich nämlich schon. Entweder den habe ich oder den habe ich im Besser. So, Loom. Ja, komm, bleib mal hier drinnen. Nee, du sollst hier nicht raus. Da ist ein Sumpf. Mein Pferd. Also ich eventuell tatsächlich... Achso, das ist ein Nitwit. Oh Gott. Farmer. Naja, meh. Nitwit. Moin. Let me take your bread. Nein, I didn't want this. I want this. So. Voll gut, wie ich halt einfach das ganze Dorf beklaue. Ist eigentlich voll schade, aber... Moin. So, danke. Erstmal checken, ob hier irgendwo Kisten sind, die man noch looten kann. Ich wollte gerade sagen, mein Bett habe ich hoffentlich auch mit. Ja, habe ich. Habe ich den Seelenstein mit? Ja, auch den Seelenstein habe ich mit. Sehr, sehr schön. Moin. Cartographer's House. Okay. Jawohl, ja. Also, einige Hausdesigns habe ich hier tatsächlich auch noch überhaupt gar nicht gesehen. Lüle! An denjenigen, der gerade zuschaut. Einige Hausdesigns habe ich hier tatsächlich auch noch nicht gesehen. Oh ja, da ist auch noch ein Dorf. Erstmal hier, zack, Rechtsklick, Marker, Follow Player, oh Gott. Plump. Village. So. Und da ist jetzt mein Ferdi. Und in die Richtung war noch ein Dorf, wenn ich das gerade recht gesehen habe. Oh, und da ist auch ein Dschungel. Das könnte interessant werden. Das könnte gerade echt interessant werden. Ich hoffe jetzt nicht, dass im Dschungel wieder wie sonst meine Framerate zusammenbricht. Das ist halt irgendwie auch voll gut. Oh ja, das sieht hier aus wie ein weiteres Dorf. Gibt es denn dann hier eventuell... Oh ja, die haben hier Stacks of Melon. Like, quite literally. Wow. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt halt zufällig generierte Strukturen sind. Oder ob das jetzt halt durch die Mod noch mitkommt. Da bin ich mir nicht so sicher, weil es passt halt beides. Und wo wir gerade schon mal hier sind und hier die Bücherregale sehen. Apropos Bücherregale, ne? Muss ich mal mit den Entwicklern schimpfen. Wir haben mittlerweile für so ziemlich alles, für so ziemlich jedes Holz, einen eigenständigen Block. Also eine eigenständige Blockdings, ne? Blocktextur. Aber für die Bookshelves nicht? Ich meine, hallo? Deko? Hm?
Hallo. Dekoration. Deswegen, also das ist halt echt so. Meh. That's a bummer. As you say in English. So, was ist denn hier jetzt los? Sind hier jetzt zwei gerade am Freude betreiben? Ne, der eine springt halt nur auf dem Bett rum. Bump. So, wo ist mein Ferdi? Ferdi! Ferdi! Das hört sich auch irgendwie gefährlich nah an Verdi an. Da ist mein Pferd. So. Oh Gott. Und erstmal futtern. So. Full Speed. Gib ihm. So. Einmal hier entlang. Hier sind wir jetzt wieder an der Steppe, beziehungsweise in so einer Einöde. Weiß nicht. Das ist jetzt halt auch nicht so. Da vorne ist Wasser. Ah, das ist ein Sumpfgebiet. Mit einer Witch Hut. Okay, okay. Wir befinden uns hier auch technically in einem Sumpfgebiet. Okay. Wo geht's denn hier noch hin? Warte mal. Follow player. Stop that. Aber gut, wie ich halt einfach hier in die verschiedensten Richtungen gelaufen bin. Eigentlich nur nach unten gerannt, aber wow. Ja, wenn der Chat irgendwelche Themen hat, wenn die Dudes und Dudinis hier irgendwelche Themen haben, dann können sie mir auch gerne mal ein paar Themen entgegenwerfen. Ich glaube, die wollten gerade aber eventuell, je nachdem, ob noch alle da sind von der beteiligten Patrouille, wollten die gerade noch einen Opening-Raten machen. You can only sleep at night and during thunderstorms. Yes, I know this. I very much know this. Boah, so. Ferdi, Ferdi. Und weiter geht's geradeaus. Also eigentlich theoretisch könnte ich mich halt hier auch durch die Nächte kämpfen und durch die Nächte schlechten, aber nee, weiß ich nicht. Fühle ich mich jetzt gerade irgendwie einfach nicht so wirklich in der Motivation zu. Deswegen weiß nicht. Weiß nicht. Hier sind wir jetzt aber auch in einem mehr oder weniger richtigen Savanna-Biom. Also wie gesagt, ich finde das ja mit der Biome Overhaul-Mod echt schön, dass die Biome halt auch echt genial kreiert sind. Ich glaube, die möchte ich auch in Zukunft nicht mehr wirklich missen. Die oder halt Biomes of Plenty, die nehmen sich halt beide nicht sonderlich viel. Oh, da ist ein Wüstentempel. Einfach weil sie halt eine unglaublich geile World Generation bieten. Mir ist halt unglaublich Spaß macht, hier auch durchzugucken. Ich finde halt die Standard World Generation von Minecraft ein bisschen sehr plump. Aber das kann ja auch jeder irgendwie so selbst finden, wie er das gerne möchte. Ich baue mich jetzt hier unten einfach lang. So, dann kann ich mich hier nämlich zack, zack, zack. Plump. Ja, ist klar. So, erstmal Safety first. Bone. String. I need more string tangles. Don't need them. Very much need this. Where do I put? Oh ja, hier ist noch ein bisschen Eisen drin. Das freut mich ja tatsächlich. So, zack, 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 zack. Und was ist hier drin? Oh, hier ist ein Emerald drin. Den Emerald nehme ich mal mit im Gegensatz zu Wheat Seeds. Ja, danke, 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 danke. Hallo. Fuck. Need those. So. Oh lol, so zack. Sandstone weg. Obwohl, nee, warte, den Sandstone brauche ich noch. Das war jetzt gerade eine schlechte Idee. So. Ach komm, hör mir auf mit deiner komischen Druckplatte, sag mal. So, und nach oben. Blub, 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 blub. Und hier muss irgendwo der Ausgang sein. Ja, hier sehe ich doch den Ausgang. Eieieiei. Und ab, wo ist das Pferd? Wo ist mein Ferdi? Ferdi, da. Ferdi ist weggelaufen von mir. Kann ich aber auch verstehen. So, Follow Player. Ich würde einfach mal in diese Richtung weiter abdriften. Aua. Da schwebt ein Hase. Auch sehr cool.
Ich habe gerade das Gefühl, dass ich gleich zurückgesetzt werde. Oh nein, doch nicht. Sounds kommen doch noch, die Welt lädt. Ja, Optifine ist auch raus, aber irgendwie Optifine installiert sich halt absolut beschissen installieren mit dem Minecraft. Mit dem Multi-MC Launcher. Und ich liebe halt den Multi-MC Launcher. Wow. Letzte Staffel bin ich durch einen tiefen Fall gestorben. Diesmal mache ich das nicht. Auch wenn wahrscheinlich zuerst mein Pferd drauf gehen würde, aber hätte ich auch keine Lust drauf, weil dann müsste ich halt den ganzen Weg zu Fuß zurücklaufen. Mäh. Aber hier ist ein lukewarm Ocean, das heißt, hier sind auch Korallen in der Nähe. Ja, ich glaube, da vorne gäbe es eine kleine Überquerung, wo ich einmal rüber könnte über den Fluss. Wow. So, danke. Ach ja. Alles so unglaublich spannend gerade hier. Blub. Einfach so ein bisschen hier durch die Gegend und mal so ein bisschen erkunden. Also das ist tatsächlich so eine Sache. Oh, hier ist wieder ein Dorf, oder? Ist das wieder ein Dorf? Ja, sieht wieder nach einem Dorf aus. Oder ist das ein Dorf? Nein, das ist ein richtiges Dorf. Wow. Erstmal runter. So, hier wieder hoch. Gibt's denn hier Kartoffeln und Karotten? Oder Leute, die das... Also eigentlich habe ich keine Lust, mir das zu erkaufen. Also... Aber es sieht nicht so aus. Es kann halt auch sein, dass das alles noch Dörfer sind aus der Dings, aus der Mod Biomes Overhaul. Aber ich weiß es halt nicht. Weil ich mich einfach viel zu wenig mit den Dörfern in der 1.14 beschäftigt habe. Aber nichtsdestotrotz kann ich hier nochmal wieder Marker hinsetzen. Ich habe den wahrscheinlich auch vorhin schon wieder vergessen. Village. So. Mittlerweile ist das ja mehr als durchaus bekannt, dass hier, also dass das Village bedeutet bei mir. Denke ich mal. Ich hoffe, dass ich mich selber auch immer dran erinnere. Wäre halt schön. So, die Minimap brauche ich tatsächlich noch einigermaßen. Also brauchen tue ich sie jetzt nicht, aber die ist halt nice to have. Alles Weizen und irgendwelche komischen Stangenpflanzen. Ich will das nicht. Ich will vernünftige Pflanzen. Wow. So, einmal hier durch. Plump. Tatsächlich muss ich sagen, ich bewege mich hier auch in einer Region, die mir sehr gefällt. Also, ich würde hier immer noch nicht mein Haus bauen. Nee, so ist nicht. Also, ich suche da ja immer noch nach Plains. Die werde ich hier wahrscheinlich auch in der Nähe nicht unbedingt finden. Weil die halt einfach unglaublich schön zum Bauen sind. Aber... hier die Region gefällt mir halt einfach persönlich. Hier sind wir jetzt in der Nähe von einem Dschungel. Das ist jetzt halt auch mal wieder eine spannende Sache. In der Nähe vom Dschungel. Mal gucken, ob die Framerate das mitmacht. Aber offensichtlich scheint sie das mitzumachen. So. Hier jetzt einmal querbeet durch. Hallo. Lässt du mich hier vielleicht mal wieder rauf? Danke, Minecraft. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Da ist ein Fluss und der ist mir zu flüssig. Der ist mir einfach viel zu nass. Ja, mal gucken, in welche Richtung man hier tatsächlich kommt und was man hier für Gefilde noch findet. Da zum Beispiel Extreme Hills. Erstmal direkt runterspringen hier. Jawohl. Pferd kriegt Schaden, aber erst ein paar Sekunden danach. Ich muss tatsächlich sagen, die 1.14 macht bei mir tatsächlich ein paar Performance-Issues, aber es kann jetzt halt auch durch die 1.14.1 kommen und durch die Mods halt, dass sie ja noch so ein paar Performance-Issues haben. Wäre jetzt nicht allzu schlimm, weil sie läuft ja ziemlich rund, aber halt so, dass das Chunk-Loading ist halt extrem lahmarschig und in der 1.14.1 war es, glaube ich, schon gefixt, wenn ich mich nicht irre, oder es wurde erst in der 1.14.2. Egal, ich bin da nicht mehr so ganz auf dem Stand der Dinge, weil ich das halt einfach irgendwann nicht mehr so ganz verfolgt habe, weil ich mir halt einfach gedacht habe. Wow! I don't wanna mess with that. Wow. Wow. Okay, ich reite jetzt einfach. Wow.
Hallo, lass mich hier bitte wieder drauf. Ne, warte. Jetzt behindert. Wollte gerade sagen, irgendwas kann ich jetzt gerade nicht so ganz.